Ja, dann herzlich willkommen hier im Schleiermacherhaus zum Lesezeichen. Also schön, dass Sie heute hier bei uns dabei sind. Wir sind zu dritt, Kadir Sanchi, der Imam des House of Man, Rabbiner Andreas Nachama und ich, Pfarrer Gregor Hoberg, und lesen aus unseren Schriften bzw. erzählen aus unseren Traditionen. Unser Thema heute hat gar nicht so viel mit Sitzen zu tun, sondern eher mit den Bewegungen, die die Religionen so mit sich bringen. Da gibt es ja teilweise große Unterschiede. Das wollen wir uns heute mal ein bisschen näher angucken. Ich muss noch eine technische Ansage vorweg machen. Also wir zeichnen das auf, das kann man später im Netz sehen. Sie sind nicht zu sehen, sondern nur wir. Dann hat man also da auch rechtlich keine Fragen oder muss das nicht irgendwie kompliziert schwärzen hinterher. Aber Sie können, wenn wir durch sind mit unseren kleinen Impulsen hier, können Sie Fragen stellen und dann bitte aufs Mikro warten. Man sieht sie nicht, aber man hört sie dann. Und dann können wir die Fragen hören und beantworten. Und für die, die das später sehen, ist es dann auch transparent, was war die Frage, was bedeutet die Antwort. Wir machen es ganz traditionell, wie gehabt. Wir beginnen chronologisch, das heißt mit der ältesten Religion, mit dem Judentum. Und ich übergebe gerne an Rabbiner Andreas Nachama. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte jetzt am Anfang. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie da sind. Bewegung, ich will nur darüber sprechen, sozusagen, was es für Bewegungen in der Synagoge gibt. Also über das Pilgern zum Beispiel will ich heute nicht sprechen, das wäre auch eine Bewegung, aber wir reden sozusagen über Bewegung, Tanzen, über all das, was es in einer Synagoge geben könnte. Und wenn ich da schon bei dem Begriff Tanzen bin, dann will ich es mal so sagen. Es gab tatsächlich Reigen genannt, Tanzen genannt, solche Bewegungen im Tempel in Jerusalem, der seit dem Jahr 70 zerstört ist. Im Psalm 150 ist das ganz gut abgebildet. Und ich habe da geht es dann darum, lobet Gott mit Zimbeln und mit Trompeten und mit diesem und mit jenem. Stimmen, lauten Stimmen und anderen Instrumenten. Und dann kommt eben an einer Stelle vor mit Pauken und Reigen. Und ich übersetze das immer mit Pauken und Fußtrappeln. Weil, sagen wir mal, nach allen Schilderungen, die wir aus dem Tempel haben, der war immer so gepackt voll. Es gab ja auch eine richtige Einlasskontrolle, damit nicht zu viele Leute drin sind. Kann man sich nicht vorstellen, dass das, was wir heute unter Tanz verstehen, also dass man sozusagen viel Platz hätte, um sich zu bewegen, dass so etwas da im Tempel stattgefunden hätte. Aber, dass die Leute entweder im Sinne einer Polonaise sich vielleicht langsam bewegt haben oder im Fußgetrappel, das kennen wir ja auch heute noch als Form von Beifall oder Ähnlichem, das kann man sich sehr wohl vorstellen. Und in diese Richtung interpretiere ich das. Aber ich will auch gar nicht über den Tempel jetzt weiterreden, sondern ich will tatsächlich über das reden, was in einer Synagoge stattfindet, an Bewegungen. Und da ist es zunächst einmal ja so, dass die erste Bewegung, die in einer Synagoge stattfindet, ist, dass der Vorbeter oder die Vorbeterin sozusagen an das Vorbetepult tritt, um sozusagen die Gebete vorzutragen oder vorzulesen oder vorzubeten, sodass die anderen einstimmen können. Und das ist tatsächlich, sagen wir mal, so, nachdem die Priester im Tempel quasi verblieben sind, nicht mehr in der Synagoge eine wirkliche Rolle spielen, gibt es eben Kantoren und Rabbiner und die gelten als Schlichei Zibur, als Gesandte der Gemeinde. Und eigentlich sozusagen würden sie am Anfang des Gottesdienstes, wie alle anderen auch, wie sie jetzt auch, auf ihren Plätzen sitzen. Und wenn dann der Gottesdienst beginnt, tritt eben der oder diejenige vor, um vorzubeten. Das ist natürlich heute nicht mehr ganz so der Fall. Es gibt auch den Einzug wie in den Kirchen oder später auch den Auszug. Das ist in vielen Synagogen so. Also man muss das sozusagen so sehen. So ist eigentlich die erste Bewegung angedacht, dass jemand vortritt und vorbetet. Eine andere Form des Vortretens ist bei der Schriftlesung, zum Beispiel am Samstag,
werden 7 oder 8 Personen aufgerufen, um sozusagen einen Abschnitt der Schriftlesung entweder selber vorzutragen oder wenigstens einen Segensspruch vorzutragen, und für sie wird der vorgetragen. Und dieser Aufruf zum Vortragen, der beinhaltet, dass derjenige von seinem Platz aufsteht, zu der Stelle hintritt, wo die Tora gelesen wird, und sich danach natürlich auch wieder auf seinen Platz zurückbegibt und sich hinsetzt. Also dieses Aufstehen, Vortreten ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, eine Grundfigur der Bewegung in der Synagoge, die dann auch noch ergänzt wird dadurch, dass beispielsweise das Aufsperren oder das Öffnen des Toraschranks, das wird auch jemand aus der Gemeinde übertragen, der dann sozusagen den Vorhang aufmacht und die Tore öffnet. Auch der, wenn er dann aufgerufen wird, steht von seinem Platz auf, geht dahin, macht das, und wenn es dann wieder geschlossen ist, kehrt er auf seinen Platz zurück. Also das ist sozusagen eine Grundfigur, die es gibt. Es gibt aber daneben noch eine ganz andere Grundfigur, weil das Wort gelobt, also das hebräische Wort dafür, Baruch, gelobt, das ist auch Berech, das Knie. Mhm. Und was macht man mit dem Knie? Man kniet nieder oder man verbeugt sich. Und diese Situation der Bewegung, die tritt relativ häufig ein, weil dieses Wort Baruch, also gelobt seist du, gepriesen seist du, im Gottesdienst relativ häufig vorkommt. Das ist oftmals der Anfang eines Gebets, es ist oftmals die Einleitung des Schlusses eines Gebets, und immer dann würde sich der Vorbeter mal mindestens verbeugen und dann wieder aufrichten. Und in vielen Gemeinden ist das üblich, dass die ganze Gemeinde das macht. Auch beim Beginn sozusagen des Gottesdienstes, beim Aufruf für das öffentliche Gebet, gibt es sozusagen diese Verbeugungsbewegung. Ich persönlich glaube ja, dass das Verbeugen, das es im Islam gibt, sozusagen vorne über sich zu legen, sozusagen eine Ableitung davon ist, oder vielleicht sogar die ursprüngliche Reform. Wer weiß. Also wie auch immer, man sieht, diese Bewegung gibt es, und die hat noch einen Reflex in ganz anderer Weise, der sehr schwierig zu erklären ist. Also ich habe schon gesagt, Baruch ist gelobt, Berech ist das Knie, und Mevarech, also eigentlich die gleiche Wortwurzel, ist das Segnen. Also, Gott segnet die Menschen. Also indem ich Gott Lob preise mit dem gleichen Wort, kommt in einer anderen grammatischen Form sozusagen dieser Lobpreis wieder auf mich zurück. Also segnen und gesegnet werden oder Lobpreisen und gesegnet werden ist im Hebräischen die gleiche Wortwurzel, die gleiche Wortfamilie. Und deshalb würde derjenige, der den Priestersegen spricht, unter Umständen eben auch sich beugen, wenn er nicht die Hände ausbreitet, um den Segen so zu erteilen, wie das in vielen Kirchen auch der Fall ist. Dafür gibt es, für beides gibt es sozusagen Vorbilder. In einer antiken Synagoge oder in Wandbildern einer antiken Synagoge sieht man halt die Priester so stehen, also mit den hochgestellten Dura Europos ist das, sieht man die Priester so stehen. Daher wissen wir, wie die das gemacht haben. Und an der Stelle ist zum Beispiel nicht zu sehen, dass sie sich verbeugt hätten. Also da gibt es, sagen wir mal, einen gewissen Spielraum, wie man das machen kann. Schließlich gibt es einen berühmten Satz, also der da Frieden stiftet in den Himmelshöhen, er stifte Friede unter uns. Und darauf sprechen wir Amen. Das ist die letzte Strophe von dem
Kaddisch, was vielleicht am ehesten mit dem Vater Unser zu vergleichen ist, ein gottlobpreisendes Gebet. Klammer auf und Klammer zu, dass auch am Ende einer Beerdigung gesprochen wird, in dem Augenblick, wo der Schmerz am größten ist, soll der Leidtragende oder die Leidtragenden Gott lobpreisen. Aber der Punkt an der Sache ist, in dieser letzten Strophe ist ja der Friedensstifter in den Himmel zu hören. Also der ist vom Frieden die Rede und nicht also sehr vom Lobpreis Gottes. Und es gibt die schöne Überlieferung, dass gesagt wird, also wer Frieden haben will, der muss dem Frieden Raum geben. Also mal eben seine Position um 3 Schritte rückwärts verlegen, sonst wird er keinen Frieden haben. Also wenn man nur mit dem Florett in der Hand vorne steht, kriegt man keinen Frieden. Er geht 3 Schritte zurück und verbeugt sich dann nach links und nach rechts. Und dieses Verbeugen nach links und nach rechts in die Richtung der Erzengel Gabriel und Uriel, das ist sozusagen auch etwas, was eine große Rolle spielt in der Bewegung, in der Synagoge. Das wird auch an einigen Stellen immer wieder sozusagen gemacht. Also die Bewegung ist sozusagen eine, die aber immer in Verbindung ist mit diesen Begriffen von Bauch loben oder eben an dieser Stelle dem Raum Frieden geben, also 3 Schritte rückwärts machen. Schließlich gibt es noch sozusagen rabbinische Gebete, will heißen eigentlich mittelalterliche Gebete, wo tatsächlich direkt sozusagen in einer Regieanweisung am Rande des jeweiligen Gebetes angedeutet ist oder aufgeschrieben ist, hier verbeugt man sich. Das ist schön, dass das so festgelegt wurde. Das wird auch befolgt, aber sagen wir mal, es lässt sich außer damit, dass die Autoren dieser Gebete das so festgelegt haben, nicht in der gleichen Weise, jedenfalls nicht in der gleichen Qualität begründen, wie das von mir eben genannte. Das sind, sagen wir mal, die Punkte, die jetzt an verschiedener Stelle im Gottesdienst sozusagen immer wieder auftauchen. Also, am häufigsten taucht eben dieses Wort oder dieser Wortstamm gelobt oder lobet oder wie auch immer, in welcher grammatischen Form auch immer, im Singular, im Plural, auf. Und da wird in aller Regel eben dann sich verbeugt. Und das ist, denke ich, sagen wir mal, der Kern dessen, was an Bewegung im Gottesdienst ist. Wie alles gibt es natürlich Ergänzungen aus der Jetztzeit, aus der Neuzeit, aus der Gegenwart. Also dieser Reigen aus dem Tempel hat er da möglicherweise getan, oder dieses Fußtrappeln, das haben Rabbiner in den letzten 30, 40 Jahren aufgenommen. Und so gibt es durchaus, also insbesondere in Amerika, den Brauch, zum Beispiel zu Beginn des Schabbats, so eine Polonaise durch die Synagoge zu machen. Das geht natürlich nur dann, wenn man wirklich breite Gänge hat oder die Stühle, die fest punktiert sind. Also das geht in vielen Synagogen, kann man das einfach nicht machen, weil der Raum dafür nicht da ist. Aber das ist sozusagen eine neuere Erfindung. Das hat damit angefangen, dass das erst für Kinder gemacht wurde und dann wurden die Kinder immer größer und irgendwann haben sie dann alle gemacht. Das ist aber jetzt sozusagen stammt nicht wirklich aus der Tradition. Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Also man kann mit diesem Psalm 150, mit dem Halleluhu, kann man ein Tanzen im Tempel sozusagen ableiten. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, nicht der Kern des Ganzen. Das ist grob gesagt, das, was man auch heute in eine Synagoge geht, sehen kann.
Was man gelegentlich noch sieht, sind so sagen wir ekstatisch schwingende oder in sich schwingende Personen bei den chassidischen Juden. Das ist sozusagen so eine Bewegung, die aber jetzt nicht in dem Sinne aus der Tradition herkommt, dass sie allgemein verbreitet wären, sondern das ist deren eigener Gebetsstil. Und würde das mal so einschätzen, also so wie in den letzten 30, 40 Jahren es Neuerungen gab, so gab es eben auch schon mal in der Zeit, als diese Chassidim oder der neue Chassidismus aufkam, also vor 150, 200 Jahren. Und das ist bei denen geblieben. Ja, und an der Stelle will ich einen Punkt machen. Ja, vielen Dank. Gibt es Verständnisfragen, Rückfragen zu dem Gehörten? Also wir können weiten es nachher nochmal, wenn wir durch sind, aber wenn es jetzt direkt zu dem Gehörten irgendwie eine Frage gibt, irgendwas, was vielleicht ein bisschen unklar war, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir schon zum Christentum. Wie so oft, wir hatten es hier schon bei verschiedenen Themen, gibt es in den Schriften des Christentums, in den Heiligen Schriften, also im Alten und im Neuen Testament, keine Vorgaben oder Regeln zu dem, wie man sich zu bewegen hat. Es ist also wieder mal sehr offen und regellos. Es gibt nur ein paar ganz wenige dürre Stellen im Alten Testament. Von Mose und Salomo wird gesagt, dass sie sich hinstellen beim Beten und die Arme heben. Und dann gibt es noch eine Stelle im Neuen Testament, wo auch davon geredet wird, dass man aufsteht zum Gebet. Aber das sind alles nur Erwähnungen, keine Regeln oder Vorgaben. Nichtsdestotrotz, auch wie bei allen anderen Themen, die wir hier behandelt haben, im Laufe der Jahrhunderte haben sich natürlich unendlich viele Traditionen herausgebildet rund um Bewegungen im Christentum, um verschiedene Bewegungsabläufe, Gesten, Gebärden, und zwar in großer Vielfalt. Dass das so eine Bedeutung und so viel Raum eingenommen hat, das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, sondern hat damit zu tun, dass im Christentum der menschliche Körper eine besondere Ehrung erfahren hat, nämlich im Kern des Christentums wird ja erzählt und geglaubt, dass Gott die Gestalt eines leibhaftigen Menschen angenommen hat, also was wir Weihnachten feiern, die Geburt Jesu. Damit wird ja Körper und Leib auf eine neue Stufe gestellt und es kommt ihm eine besondere Würde zu. Fortan, vorher war es auch schon so, aber für die Christen bedeutet es, dass man, wenn man betet, nicht nur ein spirituell-geistiger Vorgang ist, sondern dass der ganze Mensch betet mit und dass der Mensch eben immer beides ist, Körper und Seele als Einheit. Und da eben auch Bewegung, Gesten und Gebärden dazugehören. Es gibt ein schönes Zitat, da heißt es, für die Kommunikation, die da entsteht beim Gebet zwischen Mensch und Gott, das Rendezvous auf der Erde findet immer am Kreuzpunkt von Körper und Seele statt. Also beides spielt eine große Rolle. Das, was innen ist, wird sozusagen als Haltung nach außen ausgedrückt und umgekehrt wirkt natürlich auch die Art und Weise, wie ich mich gerade bewege oder wie ich gerade stehe oder gehe, zurück aufs Innere. Zentral für die Regeln, die so entstanden sind, sind die Gebetsgesten. Und da gibt es sehr unterschiedliche. Also eine hast du schon geschildert, das ist sozusagen aus der Antike bekannt, die kennt man auch aus dem alten Griechenland von verschiedenen Bildern. Die war wahrscheinlich im Judentum zentral und ist es bis heute in anderen Religionen. Und so haben wahrscheinlich auch die ersten Christen gebetet. Ich zeige es mal kurz, ist die sogenannte Orantenhaltung. Also Ora heißt einfach nur beten, aber man nennt die halt so. Ich stelle mich mal hier hin. Der Mann steht so, öffnet die Hände nach außen und weitet sich und blickt nach oben. So betet man und zeigt damit, man ist offen und weit für Gottes Gnade und Liebe. Auf diese Weise, das werden Sie sehen, wenn Sie heute in Kirchen gehen, wird kaum noch gebetet. Auch wenn es so angefangen hat. Heutzutage gibt es einen richtigen Regelkanon. In der katholischen Kirche ist diese Haltung den Priestern vorbehalten. Also man legt es richtig fest in so Regelbüchern für die Liturgie. So darf nur der Priester bei bestimmten Gebeten beten, damit man ihn unterscheiden kann von Laien, wenn die im Gottesdienst mitwirken.
Und man findet diese Haltung auch, wenn sie in Gottesdienste gehen von charismatischen oder Pfingstkirchen. Da ist es so, dass Menschen gerne dann vom Geist erfüllt aufspringen und die Arme weit öffnen. Es spricht nicht dagegen, auch so in katholischen und evangelischen Kirchen zu beten als Gemeinde, aber es wird selten praktiziert. Was häufig praktiziert wird, ist also Aufstehen zum Gebet, ja, aber eben auch, das werden Sie auch kennen, das Zusammenlegen oder Falten der Hände. Das ist relativ jung, wenn man guckt in die Geschichte des Christentums. Es ist wahrscheinlich erst so im 13., 14. Jahrhundert aufgekommen, so zu beten. Und ursprünglich ist es eine Haltung, der sogenannte karolingische Lehnseid. Also man hat es gemacht in der feudalen Zeit. Die Knechte oder die Untergebenen haben ihre Hände zusammengelegt und in dieser Weise in die Hände des Lehnsherrn gelegt, um ihm so seine Demut auszudrücken und seine Treue anzudienen. So wird es heute nicht mehr gemacht, außer an einer Stelle. Auch da gibt es genau diese Geste noch, dass man die Hände zusammenlegt und in die Hände des Bischofs legt bei der Priesterweihe. Und dann sozusagen sein Treueeid schwört auf und den Gehorsam gegenüber dem Bischof und der Kirche, also in der katholischen Kirche. In der evangelischen Kirche ist es nicht so. Diese betenden Hände sind sehr populär geworden dann im 15., 16. Jahrhundert. Es gibt dazu auch ein Bild, Sie werden es sicher kennen, das findet man Land auf, Land ab, die betenden Hände von Dürer. Da sieht man zwei so zusammengelegte Hände. Unglaublich populär geworden, dieses Bild, dann im 18., 19. Jahrhundert als Druckgrafik, als Plastik, in jeder Form. Und man hat damit verbunden so eine innere Frömmigkeit, so die Erinnerung daran, dass das Gebet wichtig ist. Ursprünglich, ein kleiner Exkurs zu diesen betenden Händen, also er hat es 1508 gemalt, Bührer. Es ist aber nur eine Skizze für einen Apostel eines Marienbildes. Und das Original gibt es nicht mehr, das ist verbrannt. Aber diese Skizze gibt es noch, die hängt in Wien, im Albertinum. Und die hat sich mit der Zeit, so in den letzten 50 bis 100 Jahren, auch gelöst aus dem religiösen Kontext. Also sozusagen ist profanisiert worden. Und durch diese Profanisierung konnte sie natürlich auch populär werden in der profanen Welt. Und das hat unglaubliche Kreise gezogen, also Andy Warhol, sie ist ein Künstler des 20. Jahrhunderts, der hat 87, ist ja gestorben, 1987 hat die betenden Hände sich auf seinen Grabstein meißeln lassen, zum Beispiel. Und heute in unserer Zeit gibt es ja verschiedenste Emojis, also kleine Symbole, die irgendwas ausdrücken sollen, meistens Emotionen. Da gibt es auch die betenden Hände, aber die sind da nicht betende Hände, sondern sie stehen für Bitte oder Danke. Oder manche sagen auch für diesen Jugendgruß High Five, also wenn man so die Hände zusammenklatscht. Da sieht man, wie sozusagen so eine Tradition weit wegwandert vom ursprünglichen Kontext. Wenn man Jugendliche heute danach fragt, würden sie es nicht mehr in Verbindung bringen mit einer Gebetsgeste. In der Regel. Diskurs zu Ende, zurück zu den Gebetshaltungen. Also sowohl das Hände zusammenlegen, als auch das Knien sind jüngeren Ursprungs. Beides erst im Mittelalter entstanden. Das Knien beim Beten ist ursprünglich eine sehr individuelle Geste, was man für sich macht, wenn man irgendwo alleine betet. In den Gottesdienst, in die Messe ist es erst gewandert, weil immer weniger Menschen dann im 12., 13., 14. Jahrhundert den Priester verstanden haben. Die Messe wurde auf Latein gehalten und es zog sich in die Länge und man hat die Zeit genutzt, in der man sowieso nichts verstanden hat, und hat sich hingekniet und persönliche Gebete abgehalten. So ist es sozusagen eingewandert in die Messe und spielt heute noch eine Rolle in der katholischen Tradition. An ausgewählten Punkten in der katholischen Messe kniet man sich hin. Also insbesondere bei der Wandlung der Gaben, wenn die Eucharistie, Brot und Wein eingesetzt werden, in dem Moment, wo der Priester seine Worte spricht, da kniet man. Man kniet natürlich auch beim
Das gibt es auch in anglikanischer und evangelischer Tradition manchmal. Beim Empfang der Sakramente gibt es so Kniebänke, wo man sich hinkniet, um Brot und Wein zu empfangen. Es gibt das Knien beim Segen, bei der Trauung, wenn das Paar gesegnet wird oder bei einer Konfirmation. In katholischer Tradition wiederum gibt es das Knien beim Betreten der Kirche. Werden Sie vielleicht sehen, wenn Menschen reinkommen, gehen sie erst zum Weihwasserbecken, schlagen ein Kreuz, knien kurz in Richtung Tabernakel. Also Tabernakel ist so ein Schrank, in dem eine geweihte oder mehrere Hostien liegen. Das heißt, die Gegenwart Christi wird da angenommen, weil er sich ja darin verkörpert und dann wird er als erstes begrüßt, wenn man die Kirche betritt. Diese Tradition hat sich gehalten und ist sehr verbreitet. Ansonsten gibt es natürlich sehr unterschiedliche Traditionen im Hinblick auf Stehen, Sitzen und Knien. Wenn man jetzt evangelische, katholische und anglikanische Traditionen in einen Raum setzen würde, wäre es immer ein Auf und Ab zu an verschiedenen Stellen. Bei den Anglikanern ist es so, dass die zum Singen immer aufstehen und bei einigen Gebeten und ansonsten bei den Lesungen sitzen. Bei den Evangelischen ist es genau umgekehrt. Man sitzt zum Singen und steht auf bei den Lesungen, bei bestimmten Gebeten, bei der Einsetzung des Abendmahls, bei den Fürbitten und beim Segen. Manche stehen auch auf, wenn die Geistlichen oder eine Pfarrerin einzieht. Da gibt es aber viel Streit unter Liturgen, weil im Grunde ist es eine merkwürdige Geste. Man steht eigentlich nur auf für Gott im Gottesdienst und deshalb macht es Sinn aufzustehen, wenn zum Beispiel eine Bibel hereingetragen wird oder das Kreuz vorneweg, wenn Menschen einfach ein- und ausziehen, eigentlich nicht. Man macht es wahrscheinlich aus Höflichkeit, wie man aufsteht, wenn jemand in den Raum tritt und da sitzt jemand auf dem Stuhl, dann steht man auf, um den zu begrüßen. So wahrscheinlich ist es zu erklären, es hat also keine größeren theologischen Hintergründe. In der katholischen Messe ist es von der Grundregel eigentlich so, dass es komplett im Stehen stattfindet. Bei uns ist es nicht mehr so, da hat wahrscheinlich der Protestantismus abgefärbt mit seinem ewigen Sitzen, wegen der langen Lesung und der langen Predigt. Aber wenn man im Süden ist oder auch im Osteuropa in der orthodoxen Tradition, dann sieht man, dass oft der ganze Gottesdienst, auch wenn er Stunden geht, im Stehen abgehalten wird. Es ist dann auch ein bisschen Kommen und Gehen, aber eigentlich wird die ganze Zeit gestanden, ab und zu wird gekniet. Ja, zum Knien auch noch mal ein kleiner Exkurs. Wer jetzt vor ein paar Tagen, weil es ja die Krönung gesehen hat, da gab es auch eine Stelle, wo King Charles III. Sich hinknien musste. Hat es jemand gesehen? Wissen Sie, wo es war, was das für eine Situation war in dieser Krönungszeremonie, wo er gekniet hat? Welche Situation das war, als er gekniet hat? Genau, er hat zur Salbung, er wurde gesalbt mit Salböl und dafür hat er sich hingekniet, vor den Altar, um sozusagen klarzustellen, er ist zwar König, aber der König der Könige ist nochmal über ihm und von ihm her bekommt er sozusagen sein Amt. Zu diesem Anlass hat er gekniet. Das Knien hat jetzt nochmal auch eine Rolle gespielt, vielleicht erinnern Sie sich, wurde es sehr populär in den Medien. Vor anderthalb, zwei Jahren war das, glaube ich, als ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle in den USA hat er auf einem Menschen gekniet, auf dem Hals, und der ist daran gestorben, an den Folgen. Und die Reaktion darauf war, dass ganz, ganz viele Menschen, Millionen waren es später, die haben dann sich immer an verschiedenen Zusammenhängen öffentlich hingekniet, meistens auf einem Knie, aber manchmal auch auf beiden, um sozusagen Respekt zu zollen, dem da Verstorbenen und ihre Anteilnahme auszudrücken und um zu sagen, dass es einfach die Würde jedes Menschen respektiert werden muss. Also auch da hat man sozusagen die Geste des Kniens, wo man sich vertrauensvoll an Gott wendet, übertragen auf das Miteinander von Mensch zu Mensch. Es gibt noch eine weiterführende Geste, nämlich das Liegen. Passiert nicht oft, aber ab und zu, auch wiederum in der katholischen Tradition, bei der Priesterweihe oder bei der Aufnahme in einen Orden, wenn man Mönch oder Nonne wird, dann legt man sich in Kreuzform flach auf den Boden
und wird dort gesegnet und geweiht. Ich weiß nicht, wer das schon mal miterlebt hat, sehr eindrücklich. Es gibt die Tradition auch, dass so der Karfreitagsgottesdienst beginnt, um sozusagen nochmal seinen ganzen Respekt und seine Demut auszudrücken vor dieser Kreuzigungsszene. Und es ist auch 2010 hat ein Bischof, der Bischof von Osnabrück, Bischof Bode, hat sich in einem Bußgottesdienst anlässlich des Missbrauchsskandals und unter der Last der Schuld, die er empfunden hat, hat er sich auch flach in die Kirche auf den Boden gelegt, um Vergebung zu bitten. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Gesten. Also das Gehen spielt eine Rolle. Das Gehen spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn die Eucharistie oder das Abendmahl gefeiert wird. Es wird auch so benannt, dass man sagt dann, wenn zum Beispiel Wandelmahl stattfindet, die Menschen gehen nach vorne, empfangen Brot und Wein und gehen dann wieder auf ihren Platz und das Ganze als eine dauernde Bewegung, fast wie ein Reigen, da sagt man dazu, dass hier das wandernde Gottesvolk unterwegs ist, um sich sozusagen am Tisch des Herrn zu stärken. Dann gibt es noch die Geste des Kreuzschlagens, die ist auch aus dem Mittelalter entstanden, also in der Zeit, als das Kreuz als Symbol überhaupt erst seine Wirkkraft entfalten konnte. Die gibt es viel in südlichen und östlichen Ländern, aber auch in der katholischen Kirche weit verbreitet. Das kleine Kreuz, das schlägt man in der Regel mit dem Daumen auf der Stirn, so, und das große Kreuz von der Stirn auf die Brust, von rechts nach links, so, genau. Und das macht man, wenn man eine Kirche betritt, vorm Abendmahl, in bestimmten Zusammenhängen. Und zuletzt das Thema Tanz. Tanz ist auch nichts, was liturgisch irgendwie eine Ausprägung erfahren hat. Es gibt auch in allerjüngster Zeit, also seit 20, 30 Jahren, gibt es so verschiedene Versuche, auch den Tanz im Gottesdienst zu etablieren, um da eine gewisse Körperlichkeit reinzubringen und den Gefühlen, die man im Glauben hat, nochmal in anderer Weise Ausdruck zu geben. Also da gibt es verschiedene Versuche, aber nichts, was sich als feste Tradition rausgebildet hat. Ich ende mit einem Zitat zum Thema Tanz. Also da gibt es einen Menschen, der heißt Manfred Schneller, ein Tänzer, der sich sehr mit Tanz und Gebet befasst hat. Ich lese vor, was er schreibt. Was ist denn Tanz? Was ist Gebet? Lebensvorgänge in Bewegung umsetzen, sich körperlich frei ausdrücken, so wie es kommt, improvisieren, sich ganz einer künstlerischen Gestaltung hingeben, das ist Tanz. Tanzen, um frei zu werden, um Leben zu erspüren und zu fühlen. Beten heißt, sich zu sammeln und still zu werden, um das Leben zu begreifen, das eigene Leben, das Leben der anderen, das Leben aller Kreaturen und so seiner selbst gewiss zu werden im Licht Gottes. Ich werde durch das Gebet frei und handle mit Gespür und Verstand für alles Anstehende. Beten und Tanzen habe ich so immer als zusammengehörig empfunden. Der Leib ist das Tor zum Leben. Das betrifft Tanz und Gebet. Soweit. Gibt es dazu Rückfragen, Verständnisfragen? Ja, bitte. Seit wann wird denn bei den Evangelischen die Hände gefaltet? Ich kenne es von der Kindheit, dass wir immer die Hände gefaltet haben. So, also bei den Evangelischen von Anfang an, also von Luthers Zeiten an. Es ist kurz vorher aufgekommen, so im 14. Jahrhundert, und ist dann, weil man von dem Knien Abstand genommen hat, war das sozusagen so eine Art Ersatzhandlung, die dann sehr schnell sich verbreitet hat. Knien und Stehen und Sitzen. Genau. Ja? Moment, kleine Sekunde. Ich habe vor allen Dingen bei katholischen Glaubensgeschwistern auch die Verbeugung als Geste kennengelernt. Mhm. Wenn man in die Kirche eintritt oder wenn man sie wieder verlässt. Und auch in Süddeutschland nach dem Abendmahl, wenn man diesen Altarraum, den Chorraum verlässt,
entweder gibt man sich den Friedensgruß oder man verbeugt sich. Mhm. Auch eine Tradition, die man häufig sieht, manchmal als Ersatz für das Knien, aber manchmal auch unabhängig davon. Wenn man an den Altar tritt zum Beispiel, verbeugt man sich beim, nach dem Empfang der Gaben, beim Abendmahl oder bei der Eucharistie. Das gibt es auch in evangelischen Traditionen, dieses leichte Verbeugen vor dem Abendmahl oder vor dem Altar, auch vor der Bibel, wenn sie in die Mitte getragen wird, wie bei den Anglikanern. Hat man auch gesehen bei der Krönung, haben sich alle verbeugt, als die Bibel da durchgetragen wurde. Also genau, dieses Verbeugen, wahrscheinlich in Anknüpfung an die synagogale Tradition, gibt es auch häufig. Eine Sekunde. In der Marienkirche finde ich sehr schön, dass sogar der Kirchwart, der ja meistens die Bibeln an die einzelnen Stellen wieder zurückträgt oder auch erstmal hinträgt, aufschlägt, dass er immer eine kleine Verbeugung dazu macht. Ja, genau. Das ist sehr am katholischen Ritus orientiert. Immer wenn man am Altar vorbeigeht, hält man kurz inne. Man läuft nicht einfach so dran vorbei, sondern man verbeugt sich kurz. Genau. Ja. Mir fällt noch eine Berliner Tradition wohl ein. Ich wohne noch nicht so lange da, habe das aber dreimal bereits erlebt. Beim Abschluss vom Karneval der Kulturen wird in der Heiligkreuzkirche immer meditativ getanzt. Da ist die Kirche ausgeräumt. Das ist der Abschluss dieses Festes. Und das finde ich etwas Wunderbares. Da trifft sich Jung und Alt zu Taizé-Gesängen, zum Tanzen. Man erlebt diesen Raum, dieses Gefühl der Bewegung. Also ich möchte da eigentlich keine Werbung für machen, aber ich spreche da aus meiner Seele, wie schön das auch sein kann. Das ist Tanzen als Gebet, so sehe ich das. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Ist ja bald, findet in diesem Jahr noch statt, also kann man ruhig für werben, wer das mal ausprobieren möchte. Ich glaube, man kann da einfach hingehen und mittanzen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt, bevor wir dann vielleicht noch mal ein paar Diskussionsfragen haben, zum Islam. Bitte, Karl. Ja, Imam Kadir Sanje, zu meiner Person. Als wir uns für dieses Thema entschieden haben und ich überlegt habe, was möchte ich denn dazu erzählen und was habe ich dazu zu erzählen, kamen mir natürlich in erster Linie zwei Themen auf. Das eine ist das Hauptgebet, was sehr, sehr zentral ist im Islam. Und das andere wäre der Sema-Tanz, der tanzenden Derwische, der ja eigentlich sehr bekannt ist in unserer Gesellschaft. Ja, was macht man, wenn man jetzt nicht entscheiden kann, sich nicht entscheiden kann? Man versucht beides zu thematisieren. Ich werde deswegen zuerst mal mit dem Hauptgebet anfangen. Und ich möchte darauf verweisen, dass genau dieses Gebet, also sehr viele kennen die fünf Säulen des Islams und dieses Gebet ist ein Teil davon, ist eine dieser Säulen des Islams, also sehr, sehr zentral. Dieses Hauptgebet, die lässt sich natürlich über drei wichtige zentrale Quellen des Islams oder Quellen kann man sagen, des Islams auch begründen. Das eine nennt man Kitab, das Buch, damit ist der Koran gemeint. Das andere ist die Sunna, die Tradition, die Vorgehensweise des Propheten. Und die letzte Begründung, auf die es aufgebaut wird, ist Ijma. Ijma ist der Konsens. Also Religionen sind sehr plural aufgestellt. Also man hat so viele Strömungen, so viele Konfessionen. Aber genau zum Beispiel dieses Gebet ist etwas Verbindendes. Also es gibt keine, für mich innerhalb des Islams bekannte Strömung, die dann jetzt irgendwie dieses Gebet an sich einfach ablehnt. Also all diese Strömungen, die erkennen dieses Hauptgebet als Hauptgebet an und bis auf die Nuancen und Feinheiten haben sie auch die gleiche Struktur. Was heißt es? Sie haben die gleichen Bewegungen. Und also dieses Hauptgebet ist etwas ganz Verbindendes unter den Muslimen an sich.
Man kann natürlich streiten, wer kann mit wem zusammen beten und so weiter, aber letzten Endes auch da haben vor allem die unterschiedlichen Rechtsschulen unter den Sunniten, also ich möchte jetzt keine Konfessionskunde machen, aber die haben sowieso kein Problem heutzutage miteinander zu beten, hinter einem Imam zu beten, der zur anderen Konfession gehört. Aber auch wenn man zwischen Sunniten und Schiiten ein bisschen mehr Differenzen, wo man da erkennen kann, auch da gibt es genügend Gründe und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, die sagen, es funktioniert, es geht. Man kann gemeinsam dieses Gebet auch beten. Ja, was für ein Gebet ist das? Also ein Gebet, in dem, ich nenne es als Hauptgebet und im Arabischen nennen wir das als Salah oder dem Persischen entnommen, in türkischer Sprache hat man es aus dem Persischen übernommen, Namaz. Also Namaz oder Salah ist das Hauptgebet im Islam und das ist das Gebet, welches 5-mal am Tag verrichtet wird. Und ein Islamgelehrter, der hatte mal eine schöne Beschreibung gemacht und meinte, genau dieses Gebet, die kann man folgendermaßen beschreiben, die Bedeutung, die Wichtigkeit auch so beschreiben, dass er meinte, Namaz, also das Hauptgebet, ist die Zwillingsschwester von Iman, vom Glauben. Also die sind quasi unzertrennbar, zwei vielleicht unterschiedliches, aber trotzdem so miteinander verwoben, so mit ineinander gegangen, dass der Glaube eine wichtige Voraussetzung eigentlich für dieses Hauptgebet darstellt, weil jedes Gebet, es wird zu einem Gebet, in dem sie eigentlich das als Absicht vornehmen, es zu einer Absicht erklären. Also sie können die gleichen Bewegungen machen, aber sie haben die Absicht quasi so ein bisschen nach der Arbeit, wo sie ständig vor dem PC saßen, wo sie sich ein bisschen dehnen wollen. Sie könnten die gleichen Bewegungen machen, aber dadurch wird es kein Gebet. Es wird erst zu einem Gebet, in dem sie quasi in Glauben und in Hingabe zu Gott einfach diese als Gebet verrichten. Ich habe gesagt, die erste Quelle ist der Koran und Sie finden da unterschiedliche Versen. In Versen zum Beispiel zwei wichtige Punkte. Einmal ist es ein Gebet. Natürlich, man kann über die Pflicht hinaus auch immer wieder dieses Gebet verrichten. Aber es gibt 5 Zeiten, an denen quasi der Muslim dazu verpflichtet ist. Das sind eigentlich, wir dürfen es nicht schwerer machen, als es ist. Also es sind keine Zeitpunkte, sondern Zeitfenster. Also es ist doch ein bisschen entspannter zu nehmen. Es ist nicht so, dass der Muslim den Alltag nur durch Gebete oder jetzt immer wieder vom Alltag zerrissen oder gerissen wird und dann zum Gebet muss, sondern es sind doch Zeitfenster, in denen Gebete, die 4 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten dauern, also doch nicht allzu lange Gebete. Insgesamt am ganzen Tag, wenn Sie alles zusammentun, wäre das eine Stunde Zeit. Also es ist machbar, es ist erlebbar und letzten Endes, wie gesagt, die Zeiten, wie lassen sich die Zeiten festlegen? Im Koran finden Sie die Hinweise, eine zeitlich festgelegte Vorschrift für die Glaubenden, heißt es an einer Stelle, und zwar Sure 403. An einer anderen Stelle heißt es, verrichte das Hauptgebet vom Niedergang der Sonne bis hin zur Finsternis der Nacht und versäume nicht das Morgengebet. Also man soll nicht durchgehend beten, aber also da werden schon erste Hinweise gegeben. An einer anderen Stelle verrichte das Hauptgebet an den Tagesenden sowie zu früher Zeit der Nacht. Sie sehen, man kann es noch nicht so richtig konkretisieren, aber wir wissen, es gibt bestimmte Zeiten, wo diese Gebete zu verrichten sind. Dann natürlich, es hat bestimmte Bewegungen und es hat bestimmte Formen, die vielleicht auch erwähnt werden müssen. Erstens, wo richte ich mich hin?
die Richtung ist eigentlich auch entweder in den Religionen wichtig gewesen oder weiterhin wichtig. Und so ist es auch im Islam. Wende dein Angesicht zur heiligen Gebetsstätte, und damit ist eigentlich die Kaaba in Mekka gemeint. Das finden Sie also in Sure 244, und somit, wir nennen es Qibla, die Richtung, die Gebetsrichtung ist vorgegeben. Dann natürlich, das habe ich jetzt vielleicht übersprungen, sollte auch gesagt sein, wenn Sie beten wollen, dann ist eine Gebetswaschung vorgesehen. Wir kennen auch das in unterschiedlichen Religionen. Es gibt die Taufe zum Beispiel, aber letzten Endes ist dieses eigentlich regelmäßig zu bestimmten Gebeten, zu Gebeten eigentlich zu leisten. Also eine Gebetswaschung, und das, wie das auch zu machen ist, auch da finden Sie in Sure 5, Vers 6 Hinweise. Und diese Waschung ist quasi eine Voraussetzung. Was noch ganz wichtig ist, das ist die Lesung aus dem Koran. Der Koran ist unter anderem ein Gebetsbuch, auch ein Gebetsbuch. Also wir sollen Koran, Qira'a, wir sollen daraus etwas vortragen. Im Gebet wird aus dem Koran vorgetragen, in jedem Gebetseinheit die erste Sure, die Sure Al-Fatiha, die eröffnende Sure, und in den ersten zwei Gebetseinheiten werden dann noch weitere Verse aus dem Koran gelesen, vorgetragen, besser gesagt. Zu den bestimmten Bewegungen gehören auch das Stehen, haben wir heute eigentlich auch gehört. Stehen im Gebet, ein Hinweis unter anderem zum Beispiel Sure 2, Vers 238. Und an einer anderen Stelle zum Beispiel, verneigt euch und werft euch nieder. Zwei unterschiedliche Bewegungen. Einmal sich neigen, verneigen, das nennen wir Ruku. Und dann sich niederwerfen, das ist Sajda. Das finden Sie Sure 22, Vers 77. Aber jetzt habe ich Ihnen einige Hinweise gegeben. Nur aus diesen Informationen können Sie jetzt vielleicht dieses eigentlich feste Gebet vielleicht nicht zusammendenken. Also, wir haben Muslime, warum gibt es jetzt keine so große Streitigkeiten? Warum gibt es so eine Einigkeit? Denn erstens, natürlich im Koran finden Sie die Hinweise, dass dieses Gebet eine Pflicht ist, dass es bestimmte Zeiten hat und bestimmte Bewegungen hat. Und über dem Koran hinaus gibt es eigentlich die Hadithe, die Berichte über das Wirken des Propheten Mohammed. Frieden und Segen seien mit ihm. Und er zum Beispiel, von ihm wissen wir, dass er sagte, der Engel Gabriel hat ihm vorgebetet und ihm ganz genau gezeigt, wie dieses Gebet funktionieren soll. All die Gebete und so wie es, also, und auch die Anfangs- und Endzeiten der Gebetszeiten, das wurde vorgebetet dem Propheten, und von Gabriel hat der Prophet das Gebet gelernt. Und wir haben noch andere Hadithe, in denen zum Beispiel es heißt, der Prophet sagt, verrichtet das Hauptgebet so, wie ich es bete. Also er hatte seinen Lehrer, und der Lehrer der Muslime ist Mohammed. Friede und Segen sein mit ihm. Und dann an einer anderen Stelle zum Beispiel wird der Prophet gefragt, wie er zu beten hat. Sie müssen sich vorstellen, es kommen immer wieder neue und auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gebieten anreisen, und sie wollen auch lernen, wie sie das Gebet verrichten können. Und da, auf diese Frage hin, sagt er, bete zwei Tage mit uns und so lernst du das Beten mit uns. Also es ist durch diese Hadithe, also über die Tradition, können wir dieses Gebet konkretisieren. Aber wie gesagt, in Nuancen, der eine hält die Hände so, der andere vielleicht so, die anderen halten die Hände gar nicht gebunden. Der eine von einer Bewegung zum nächsten sagt einfach Allahu Akbar
Allah ist groß und beugt sich, der andere hebt nochmal die Hände und beugt sich danach. Aber diese zentralen Bewegungen, stehen, sich beugen, sich niederwerfen, sich hinsetzen, nach rechts und nach rechts grüßen, all diese Bewegungen, die bleiben, sei es im Schiitentum oder auch im Sunnitentum, gleich. Auch die Gebetszeiten bleiben gleich, nur Schiiten fassen zwei Gebete zusammen, beten die zusammen zu einer Zeit. Also von außen her sieht es so aus, als ob sie drei Gebete beten würden, aber im Grunde sind es fünf Gebete, also bleibt es trotzdem auch gleich. Ja, so viel zu diesem Gebet, die mit Bewegung zu tun hat. Und vielleicht noch ein letztes Wort dazu, und zwar, dieses Gebet ist das einzige Gebet, die keine Ausnahme hat, weil wenn sie fasten und gesundheitlich nicht in der Lage sind, dann haben sie Alternativen. Sie können anstatt zu fasten arme Menschen bewirten. Wenn sie nicht pilgern können, gesundheitlich nicht in der Lage sind oder das Geld dafür nicht haben, gibt es Alternativen. Aber dieses Gebet ist das einzige Gebet, wo sie, wenn sie diese Bewegungen nicht machen können, dann können sie auch sitzend beten. Wenn sie nicht einmal sitzen können, dann können sie auch liegend beten. Wenn sie nicht einmal den Mund bewegen können, dann müssen sie mental sich dieses Gebet, die Bewegungen vorstellen und so beten. Das die einzige Voraussetzung ist, dass sie beim Verstand sind und natürlich den Glauben tragen. Vielleicht, ich werde jetzt nicht das zu lange, sehr lange halten, aber versprochen, wenn es versprochen wurde, dann sollte das vielleicht auch nochmal kurz erwähnt werden. Und zwar Sema-Tanz wird es genannt. Die tanzenden Derwische, die auf Jalaluddin, Mawlana Jalaluddin Rumi zurückgeht. Ein bekannter Mystiker auch im Westen, der in Anatolien gewirkt hat. Und zu dem Sema-Tanz, der auf ihn zurückgeht oder auf seine Werke zurückgeht, seinem Handeln zurückgeht, möchte ich ein paar Zeilen, ein paar Worte lesen und somit auch es abschließen. Und zwar, hier heißt es, wirbeln im Kreis, damit ist dieser Tanz, dieses Drehen um die eigene Achse gemeint. Sema bedeutet, auf die Musik zu hören. Sich mit der Begeisterung, die durch die Musik geweckt wird, zu bewegen und in der Ekstase des Tanzes aufzugehen. Den Sufis, also den Mystikern zufolge, wirkt sich das Wirbeln im Kreis unterschiedlich auf den Geist der Menschen aus. Es vertieft die Gottesliebe und bewirkt verschiedene geistige Zustände. Diese Bewusstseinszustände tilgen die Sünden im Herzen und öffnen zu guter Letzt das Auge des Herzens. Mit den Wirbeln im Kreis und seinen damit verbundenen Drehbewegungen bringt der Gottliebende gewissermaßen seine Liebe und Begeisterung für Gott zum Ausdruck und so erlöst das Wirbeln im Kreis den Derwisch von sich selbst, von seinem Dasein und bringt ihn auf spiritueller Ebene Gott näher. Es erweckt den Eindruck, als versuche das Küken im Ei des Ichs aus seiner Eierschale zu schlüpfen. Der Vogel, der im Käfig des Körpers gefangen ist, breitet seine Schwingen aus, um sich in die Lüfte zu erheben und das Gottvertrauen versucht, sich aus dem Schlamm emporzuarbeiten. Wirbeln im Kreis bedeutet, Gott mit Hilfe der Musik im eigenen Herzen zu finden und in der Ekstase wie eine Mücke umherzutaumeln. In diesem Wirbeln im Kreis rotiert nicht allein der Körper. Im Kreis zu wirbeln heißt vielmehr, sich mit Herz, Geist, Liebe, Glauben und mit der ganzen physischen wie spirituellen Existenz zu drehen. In dieser Art von Tanz entflieht der Gottliebende seiner imaginären Existenz, seinem Ich, und löst sich in Gott auf. Diese Auflösung des Teilchens im Ganzen ähnelt dem zitternden und wirbelnden Aufstieg eines Atoms zur Sonne. Wenn sich ein echter Samasan, also ein tanzender Derwisch, der sein Herz
von allen Wünschen gereinigt hat, im Zustand ritueller Reinheit befindet und er in einen Käfern, ein Leichentuch ähnliches, weites, weißes Gewand, gehüllt zu spirituellen Melodien, der Musiker im Kreis wirbelt, ist er sich seiner selbst nicht länger bewusst. Also die Kleidung ist auch ganz bewusst getragen. Sie haben einen weißen Gewand, Kleid mit diesem Rock, das ist in Anlehnung auf diesen Leichentuch. Dann aber wird ein Hirka, also eine Jacke getragen. Diese Jacke ist eigentlich der Grab, Kabr. Und auf dem Kopf haben sie einen Hut auf und eine Kopfbedeckung, die so länglich nach oben emporsteigt. Und diese Kopfbedeckung, diese symbolisiert einen Grabstein. Also sie müssen diese eine Person, der tanzt, als ein Grabstein vorstellen oder eine Person, die im Grab liegt, vorstellen. Also quasi eine Person, die hier quasi sich von allem löst und zu seinem Herrn reisen möchte. Ich lese weiter. Die Zuschauer mögen die sich drehenden Derwische vor sich sehen, aber ihnen sollte klar sein, dass diese Derwische gar nicht mehr da sind. Was sie da betrachten, sind lediglich die Abbilder der Derwische, deren wahre Essenzen aber sind in die Welt des Jenseits entfleucht. Wer glaubt, diese Worte seien auswendig gelernte Sätze, allgemeine Klischees oder stereotyp wiederholte Ansichten über den Tanz, der befindet sich im Irrtum. Wenn Sie selbst während einer Tanzdarbietung, bei der die Derwische im Einklang mit der spirituellen Musik im Saal dahinschweben, frei von Anspannung sind, wenn Ihr Geist nicht mit anderen Dingen beschäftigt ist und Sie in sich ruhen, dann werden auch Sie im Geiste dieses Wirbeln erfahren. Der Tanz der Derwische und diese ganz besondere Harmonie sorgen dafür, dass auch wir Zuschauer uns von uns selbst entfernen und in die Welt des Jenseits eintreten. Und wenn wir all das schon ohne zu tanzen spüren, was würden wir erst empfinden, wenn wir selbst am Tanz teilnehmen könnten? Das sagt Shefik Can in seinem Buch über Mevlana Celaleddin Rumi und dem Tanz der Derwische. Vielen Dank, Kadir. Gibt es dazu Fragen? Da, bitte. Also zunächst vielen Dank. Ich habe den Tanz der Derwische gerade an diesem Abschluss von diesem Karnevalfest der Kulturen in der Heiligkreuzkirche erlebt und weiß jetzt den Hintergrund. Das war für mich eine wichtige Information, vielen Dank. Ich habe aber eine Frage noch. Wie werden das beeindruckt mich, diese fünf Gebete, die Sie täglich beten sollten, wie geschieht das in der Praxis? Denn Sie sind ja auch berufstätig und an unterschiedlichen Orten. Das würde mich interessieren. Wie gesagt, weil es bestimmte Zeitfenster sind, ist es machbar. Und zwar die fünf Gebetszeiten, das sind einmal das Morgengebet, welches Sie vor Morgendämmerung eigentlich beten sollten. Das heißt, das ist schon eine Herausforderung, dass Menschen, Entschuldigung, vor Sonnenaufgang, das war... Da muss ich mich korrigieren. Also Morgengebet bedeutet, dass Sie nach Morgendämmerung, aber vor Sonnenaufgang beten sollen. Also dann ist es zurzeit ein Gebet, was Sie so ungefähr 4 Uhr in der Nacht zu beten haben. Also 4 Uhr in der Nacht. Da arbeiten Sie. Das ist nur ein Kampf mit mir selbst, mich selbst zu überzeugen, in der Nacht aufzustehen und für Gott, oder was heißt für Gott, für mich selbst, mit meiner Liebe zu Gott ein Gebet zu verrichten. Das ist das eine. Das ist technisch gesehen einfach, aber von
von der Selbstüberwindung her vielleicht das Allerschwerste. Dann aber gibt es das Mittagsgebet, was nachdem die Sonne am Zenit gelangt ist und langsam anfängt wieder abzusteigen, von dem Zeitpunkt bis mein Schatten zum Beispiel doppelt, also mein Schatten einmal so lang wie ich wird zum Beispiel. Also das ist die Zeit, wo ich das Mittagsgebet verrichten kann. Dann fängt das Nachmittagsgebet an. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Auf diese Feinheiten gehe ich jetzt nicht ein. Aber danach fängt quasi das Nachmittagsgebet, welches so eine Dreiviertelstunde vor Abend, vor Sonnenuntergang endet, diese Zeit. Dann gibt es eine vierte Zeit, das Abendgebet, das fängt mit Sonnenuntergang an und dauert, bis der Himmel schwarz wird. Und dann fängt das Nachtgebet an. Also Sie sehen, wir haben unterschiedliche Zeitspannen und je nachdem, zu welcher Jahreszeit Sie sich bewegen, müssen Sie natürlich im Alltag bestimmte Gebete auch verrichten oder auch nicht. Also das heißt, im Sommer sind die Tage länger, dann sind Sie vielleicht schon also beim Nachmittagsgebet schon zu Hause. Also Sie müssten dann nur während der Mittagspause mal ein Mittagsgebet verrichten, was ungefähr 10 Minuten dauert. Und ansonsten, wenn dann die Tage kürzer sind, weil man richtet sich ja nach der Sonne, kann es sein, dass Sie während der Arbeitszeit vielleicht dann 2, vielleicht sogar 3 Gebete verrichten müssen. Aber weil das dann Gebete sind, die dann überschaubar lang sind, brauchen Sie nur eine saubere Fläche und dann dauern diese Gebete 10 oder 5 Minuten oder 8 Minuten, je nachdem, und dann können Sie das auch ohne Probleme mit dem Arbeitgeber in den meisten Fällen dann eigentlich bewältigen. Sind das vorgefertigte Gebete, also textlich? Also es ist so, wie gesagt, das Vorbild ist der Prophet selbst. So wie der Prophet nach den Quellen vom Engel Gabriel gelernt hat, so betet er und so beten Muslime heute noch weiter. Also man hält sich an dieser Tradition fest und man achtet darauf, dass dieses Gebet eigentlich auch an Form nicht verändert wird. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig für Muslime. Also der Text Inhalt, ist festgelegt. Es gibt etwas ganz, ganz Festes, und zwar der feste Bestandteil ist einfach diese erste Sure, die dann aus 7 Versen besteht. Also ähnlich wie Vater Unser. Also die eröffnende Sure. Und das sollte jeder Muslim mindestens auswendig können. Und darüber hinaus werden aus dem Koran, das sind ja mehr als 6000 Verse, und aus diesen 6000 Versen können Sie Verse, welche Sie auswendig können oder auch nicht, noch dazu sagen. Es ist natürlich angebracht, dass man kurze Stellen vorträgt, weil man muss auch an alte Menschen, kranke Menschen, die nicht länger beten können, oder Kinder denken, die mitbeten wollen, aber ungeduldig sind. Also deswegen, wenn man gemeinschaftlich betet, wird empfohlen, dass man kurze Stellen, Verse vorzieht. Das kann man variieren und sich aussuchen. Also man kann, aber es gibt zum Beispiel Ramadan, das ist Fastenmonat, und da ist es auch üblich, dass bestimmte Personen oder auch an bestimmten Orten zum Beispiel abends ein Ramadan-Gebet, Tarawih-Gebet stattfindet, und dann wird zum Beispiel der ganze Koran von Anfang bis Ende innerhalb dieses Gebetes dann einfach gelesen. Also innerhalb von 30 Tagen wird das ganze Koran von Anfang bis Ende gelesen. Aber das muss nicht sein. Sie haben die freie Wahl, über diese Sure Fatiha hinaus dann welche Verse noch zusätzlich zu lesen. Letzte Frage. Sie haben aber nicht die Möglichkeit, Gebete selbst frei zu formulieren nach bestimmten Lebenssituationen, in denen Sie sich befinden. Doch, aber nicht in diesem. Also man unterscheidet zwischen Bittgebeten und Hauptgebeten. Und die Bittgebete werden wiederum auch nochmal in 2 verschiedene unterteilt, und zwar Gebete mit Worten und Gebete mit Handlungen. Also
wenn jetzt meine Frau krank ist und ich zum Arzt gehe und sie behandeln lasse oder sie dann selbst die Medikamente einnimmt, auch das wird als Gebet verstanden. Das ist aber ein handelndes Gebet. Und also alles, was sie machen, wenn sie das im Glauben, dass alles von Gott kommt, also solange ich denke, dass die Heilung von Gott kommt und all diese Heilungsmethoden von Gott erschaffen sind, wenn ich das im Kopf habe, ist jede einzelne dieser Handlungen ein Gebet. Das ist aber ein Bittgebet. Und die Bittgebete mit Worten, da kann ich frei, wie ich das will, gestalten. Das machen wir eigentlich auch in unseren Gebeten, wenn wir jetzt da Andacht haben. Das ist ja das, was wir dann gemeinsam haben. Ja. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Ich habe eine Frage, also es ist eine Beobachtung. Also so wie du das geschildert hast, diesen, was der so anhat, so ein Sufi-Tänzer, ja, klingt es ja fast, als wäre es so eine Art Totentanz, oder? Also interessanterweise der Jalaleddin Rumi, sein Todestag wird eigentlich heute noch gefeiert, aber jetzt nicht als ein Trauerfeier, sondern er nannte seinen Todes, also seinen Tod hat er bezeichnet als seine Vermählung und seine Rückkehr zu seinem Schöpfer. Mhm. Also deswegen hat er sehentlich an diesem Tag hingearbeitet, und weil man das gewusst hat, haben seine Schüler ist als Shebe Aruz, also der Tag, an dem er quasi mit seinem geliebten Herrn wieder vereinigt wird, das wird gefeiert. Also der Tod wird nichts, es ist ein Totentanz, aber es ist kein negativer Tanz, es ist ein positiver Tanz, weil es geht um ein Entwerden. Der Mensch versucht, sich von seinen Gelüsten und irgendwie seinen Bedürfnissen zu befreien. Also das heißt nicht, dass man nichts machen darf, also nichts Schönes oder nichts genießen darf, sondern dass man nicht von diesen Genüssen getrieben wird, dass man frei von diesen Genüssen ist, dass man auch Stopp sagen kann. Also dieses Entwerden und sich mit seinem Schöpfer einigen, also deswegen dieser, den Körper, bevor es tot wird, selbst töten und dadurch die Seele stärken. Mhm. Also es gibt eine vergleichbare Tradition ja bei uns. Ja. Die Gedenktage von Märtyrern und Heiligen sind ja ihre Todestage. Genau mit diesem Gedanken, weil sie da nach dem Tod ja wieder in Verbindung kommen oder auf dem Weg ins Paradies sind. Genau das steht dahinter. Deshalb feiert man diesen Todestag nicht als traurig, sondern als Tag sozusagen des, der Besonderheit, wo man wieder in Verbindung kommt oder näher ranrückt an Gott. Und ist es so, wenn die tanzen, dann ist es sozusagen eine Vorwegnahme, so dieses Gefühl, wie wird es sein, wenn ich mich mit meinem Gott verbinde? Ja? Das empfinden die, wenn sie da sozusagen fast bis zur Bewusstlosigkeit sich drehen, dann ist es sozusagen eine Vorwegnahme dessen, was passiert, wenn sie dann sterben. So, kann man das so sagen? Also das ist eigentlich, ich denke mal, es geht vielmehr darum, also natürlich Erfahrung, aber letzten Endes geht es eher darum, dass man quasi zu seinem Herrn findet, also sich von dieser Welt trennen. Aber es geht nicht darum, zu erfahren, was bedeutet Tod, wie ist es, wenn ich gestorben bin, sondern eher im Bewusstsein, wenn ich tot bin, wenn mein Körper tot ist, dann ist dieser Geist befreit und kann zu seinem Herrn zurückkehren. Verstehe. Also das ist deswegen ein bewusster Versuch, diesen Prozess zu erleben, also zu genießen, mit seinem Schöpfer zu sein. Mhm. Schön. Es gibt ja, glaube ich, in lateinamerikanischer Tradition auch einen Todentanz, oder habe ich das so, ich habe das so irgendwie in vage in Erinnerung, ähnlich wie Karneval oder... In Mexiko, ja, da gibt es auch so eine Tradition, dass am Tag, an dem Todestag der Verstorbenen, Verwandten, Freunde, und das gibt es einen bestimmten Tag, wo man daran erinnert, und dann tanzen die Menschen durch die Stadt. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Verbindung gibt, aber jedenfalls ist es auch überhaupt nicht traurig, sondern es...
Menschen verkleiden sich so als Gerippe oder als Todesgestalten und werden mit in den Tanz genommen, um sozusagen den Tod ins Leben zu integrieren, weil man keine Angst mehr vor ihm hat, weil man ja hofft, in den Himmel zu kommen. Ich glaube, das steht dahinter. Mhm. Aber ich, also da kenne ich mich nicht aus, habe ich nur mal so eine Dokumentation gesehen. Und ich hätte aber noch eine Frage, kürzlich in der Synagoge, da ist mir aufgefallen, da gab es auch eine Bewegung, von der hast du, glaube ich, noch nicht gesprochen, da haben sich alle umgedreht. Ja, was war das? Das ist da Neuzeit, also 16. Jahrhundert. Man muss sich vorstellen, dieser ganze Gebetsteil, der da am Anfang am Schabbat ist, der ist erst im 16. Jahrhundert entstanden. Mhm. Das ist einmal eine Abfolge von Psalmen, und dann eben so ein Stufengesang, der zwischen Vorbeter und Gemeinde gesungen wird. Und das muss man sich ursprünglich so vorstellen, die Leute warteten auf den Schabbat. Das heißt, sie sind, also zum Beispiel gibt es eine Beschreibung aus Venedig, da sind die zum Kanal, aus dem Ghetto zum Kanal rausgegangen, wo man die Sonne untergehen sieht. Und haben eben Lieder gesungen oder Psalmen, erst mal Psalmen und dann eben auch Lieder gesungen und guckten ja jetzt sozusagen Richtung Westen, also um zu beobachten, wenn die Sonne untergegangen ist. Mhm. Und das steckt dahinter. Also eigentlich müsste man die hintere Tür der Synagoge aufmachen, jetzt warten, bis die Sonne untergegangen ist und dann ist es. Und das ist natürlich alles jetzt sozusagen so ein Stück abstrahiert. Sabbat beginnt in dem Augenblick, wenn die Sabbatkerzen entzündet sind, man singt aber noch immer diese Lieder und bei der letzten Strophe, wenn man also lange genug gewartet hat, die Sonne versinkt, dreht man sich dahin um und verbeugt sich auch sozusagen vor der dann eintretenden Königin Schabbat. Mhm. Und dann dreht man sich wieder um. Das ist so 16. Jahrhundert ist das entstanden. Hat sich in den Synagogen durchgesetzt, ist aber jetzt nicht zu vergleichen mit den Bewegungen, die ich da geschildert habe, die sehr alt sind und die auch sozusagen ganz durchgängig sind. Weil es gibt natürlich auch viele Gemeinden, die diese Gebete aus dem 16. Jahrhundert gar nicht haben und die dann, sagen wir mal, nur irgendwelche anderen Psalmen lesen und so. Also es ist etwas, was es auch gibt. Es gibt auch nebenbei bemerkt, also an dem Schlussgebet heißt es mal, wir werfen uns nieder vor dem Schöpfer, unserem Herrn, und sie fielen, wir fliehen Alpenehem, und sie fielen auf ihren Kopf sozusagen. Oder. Das ist sozusagen jetzt auch nochmal so eine Bewegung, die zumindest mal erstmal im Text gemacht wird und die tatsächlich einmal im Jahr am Yom Kippur auch in der Synagoge gemacht wird, da knien die Leute tatsächlich nieder. Das ist aber, das würde ich erst mal so sagen, das werden nicht mehr alle machen. Also das ist etwas, was so ein Stück, in meiner Synagoge, wir machen das noch, aber man muss dahinter sagen, noch, das ist so etwas, was ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Das liegt auch daran, dass gerade in den amerikanischen Gemeinden der Yom Kippur eben nicht mehr als ein Gebet gemacht wird, das morgens um 9 oder um 9:30 beginnt und bis tatsächlich Nacht ist, also über 11-12 Stunden gebetet wird. So, die machen dann einen Teil morgens und einen Teil abends und gerade der Teil, wo man niederkniet, der wird ausgelassen. Und dann macht man das nicht mehr. Also das ist ja auch, sagen wir mal, extrem schwierig. 10 oder 11 Stunden ist der Hirsch und ich, wir machen das jetzt zu zweit und stehen dann da tatsächlich 10 oder 11 Stunden hintereinander. Dann weiß man danach auch, was man getan hat. Aber dazu braucht man natürlich auch die Gemeinde, die das mitmacht. Also dass immer ein Gebetsquorum da ist, den ganzen Tag über. Das ist, sagen wir mal, nicht ganz einfach, auch wenn es ein Fasttag ist. Also ältere Leute können so lange nicht, ja, die gehen dann vielleicht nach Hause zwischendurch, kommen erst zum Schluss oder kommen nur zum Anfang. Also das muss man eben schon sehen, das ist dann schon für eine In-Group von Personen, die wirklich dann fromm sind, die den ganzen Tag in der Synagoge verbringen. Das ist
Das ist einfach so. Danke. Gibt es noch Fragen, Hinweise? Also ich kann sozusagen nur eins sagen. Es gibt natürlich immer Bewegungen in Gottesdiensten oder an einer Stelle, die Leute auch spontan machen. Also man muss sich das ja einfach so vorstellen, da läuft ein Gottesdienst ab und ja, dann will jemand, da kommt jemand in die Synagoge mit seinen Problemen, hat vielleicht ein persönliches Gebet. Wir beten da, was wir auch mal wollen, und jemand anders macht sein eigenes Gebet. Und das ist ja auch in Ordnung so. Also das muss man einfach so, so sehen. Also es gibt auch immer Raum für individuelles Verhalten. Schön. War jetzt noch eine Wortmeldung? Eine. Ganz kurz, mich hat es sehr beeindruckt, dieses 3 Schritte zurückgehen Gebet. Ja, also eine Zeile ist das, genau. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Hm. Vielen Dank. Ja, das ist ja auch ein schönes Gebet. Ja. Also ich kann dazu eine Geschichte erzählen. Als vor vielen Jahren mal ich im Vorstand der jüdischen Gemeinde war, dann fanden irgendwie so Gemeinderatssitzungen oder sowas statt, kam der damalige Gemeinderabbiner immer auf mich zu und sagte zu mir, nach Hama, 3 Schritte zurückgehen. Und damit meinte er, den Raum für Kompromisse schaffen. Also nicht vergessen, 3 Schritte zurückgehen. Das ist auch so ein Stück in mir selber, in mich selber übergegangen. Also ja, manchmal ist man auf Krawall gebürstet und denkst du, da gebe ich jetzt nicht nach, und ich weiß ja, dann fällt mir der Rabbiner Stein ein, sein Andenken sei zum Segen, und dann denke ich mir, na, wir werden sehen. Und da finde ich immer, das ist ja auch, warum man überhaupt zu einem Gespräch geht, dass man mit dem anderen spricht, das auch hört und ja, dem anderen dann auch unter Umständen nach Möglichkeit Raum lässt. Das ist ganz wichtig. Freuen wir uns. Schön, dass Sie heute hier waren. Kommen Sie gut nach Hause. Bleiben Sie behütet.